Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zum dritten IHK-Talk at Uni St. Gallen. Das Thema heute ist Universität St. Gallen. Welche Verantwortung, Rolle übernimmt die Uni St. Gallen in der Ostschweiz für die Ostschweiz? Ich habe zwei spannende Gesprächspartnerinnen und einen Gesprächspartner. Einerseits Katie Broder. Sie ist Vice President for Building Solution Hexagon Gear Systems und auf der anderen Seite der Roland Cero, Direktor am Institut für Systemisches Management von der Uni St. Gallen und Autor vom Regionalisierungsbericht von der Uni St. Gallen. Du, Roland, vertretest heute den Prorektor, Professor Dr. Ueli Schmid, der im Ausland fest sitzt. Ist alles in der Ordnung bei ihm, aber er hat es aus anderen Gründen nicht ganz geschafft. Zurück. Ja, wir fangen an. Katie, wer bist du? Ja, ich bin Katie, ich bin in der Geschäftsleitung von Hexagon Geosystems, denke im Rital Leica bekannt. Ich darf dort den Baubereich verantworten, und zwar verschiedene Rollen, das eine divisionale Rolle mit Produktentwicklung und auf der anderen Seite auch die Vertriebsrolle global, also sehr breit aufgestellt, aber alles in Bezug zum Bau. Leica ist ein grosser Begriff in der Ostschweiz. Leica feiert nächste Woche 100 Jahre Jubiläum. Wenn du jetzt kurz möchtest sagen, was ist Leica heute oder Leica Geosystems? Was machen die heute? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ja, ist spannend. Aber ja, natürlich sehr, sehr viel. Also 100 Jahre Innovation am Standort Hebruck. Es ist sehr viel passiert in diesen 100 Jahren. Wenn man das Ganze zusammenfassen in ein paar Sätzen, dann würde ich sagen, die absolute Transformation von ja, analog in digital, wirklich zu, bis hin heute zu autonomen Lösungen. Also auf der einen Seite Sensorik, natürlich nach wie vor sehr wichtig, Daten aufbereiten, Daten messen, erfassen und dann Informationen Kunden zur Verfügung stellen. Und zwar für alle Industrien, die wir bedienen. Wir bedienen ja viel mehr als nur die Vermessung und den Bau, in anderen Industrien auch. Aber das ist wirklich eine, sagen, heute eine Zusammenfassung vor allem. Also wirklich komplett Lösungen für verschiedenste Industrien in diesem Bereich. Vielen Dank, Katie. Roland, wer ist der Roland Scherer? Ja, der Roland Scherer ist der Regionalforscher oder der Regionalwissenschaftler an der HSG. Sprich, wir kümmern uns in meinem Forschungszentrum um alle Fragen von der Entwicklung, wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung von Städten, Regionen, Grenzregionen vor allen Dingen und gehen einfach der Frage nach, wie kann sich ein Standort entwickeln und was braucht es da dafür. Und in der Funktion machen wir auch relativ viele Regionalisierungsberichte, sprich, wir gucken, welche Effekte haben Hochschulen, aber auch vor kurzem der Europapark analysiert, um zu schauen, welche Bedeutung haben solche größeren Einrichtungen für einen Standort mit dran. Und nebenher habe ich noch so mit ein paar anderen Universitäten so ein kleiner Think Tank, wo wir uns um Zukunftsperspektive der Ostschweiz und der Bodenseeregion kümmern, wo wir einfach aktuelle Themen aufgreifen, um auch den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis zu gewährleisten. Ich selber bin auch ein Kind aus der Region, bin nicht in St. Gallen heimisch, bin ein Grenzgänger, einfach daher, weil ich aus Konstanz komme und Konstanz ist jetzt gerade so weit aus von St. Gallen weg. Gehört nur zur Region. Genau, Konstanz ist ein Teil von der, ja, von der Bodenseeregion, fast vom Metropolitanraum Bodensee. Roland, was beschäftigt dich? Was ist das Thema, das dich jetzt beschäftigt? An was schaffst du derzeit vor allem? Ja, derzeit sind es wirklich die Frage von grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Einerseits hier wirklich zu gucken, wie entwickelt sich die Grenzräume mittelfristig. Da haben wir größere Veränderungen festgestellt, dass es immer schwieriger wird, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Und zwar jetzt nicht nur auf die Bodenseeregion bezogen, sondern insgesamt auf Standorte nachher mit drin. Und wie geht man auch mit größeren Projekten um, auch im wissenschaftlichen Kontext, wo man Governance-Modelle braucht, wo man derzeit gerade die ganze Diskussion ums radioaktive Tiefenlager angucken, wie das auch im grenzüberschreitenden Kontext Auswirkungen hat. Das sind sicherlich Themen. Und das zweite Thema, was uns sehr stark beeinflusst oder beschäftigt, sind einfach die Fragen Wissenschaft, Forschung und Region. Also diese ganze Fragestellung, welche Bedeutung haben Forschungseinrichtungen für regionale Entwicklungen, in welche Richtung muss es gehen, damit die Regionen
die Forschungsleistungen und das Know-how von Hochschulen oder von anderen Forschungseinrichtungen besser nutzen könnt. Und das nicht nur auf die HSG bezogen, sondern insgesamt auch auf andere Forschungseinrichtungen und andere Forschungsstandorte auch. Also ganz generell, kannst du gerade etwas sagen dazu? Ich meine, wir haben doch in dem Raum Ostschweiz oder im Bodenseeraum einige Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen. Ja, welche Bedeutung, welchen Impact haben die Bildungsinstitutionen für die Region ganz konkret bei uns in der Ostschweiz? Also ich glaube, sie haben einen sehr hohen Impact. Einerseits, weil sie wirklich auch große Beschäftigungsträger sind, also die HSG mit rund 3.000 Mitarbeitenden, die Uni Konstanz mit 3.500 Mitarbeitenden. Wir haben relativ viel Forschung, auch weltweit renommierte Forschung, nicht nur an der HSG, sondern auch Uni Konstanz, Uni Zürich, ETH, EMPA. Und da geht es natürlich immer um die Frage, wie kann ich das nachher für die regionale Wirtschaft auch zugänglich machen. Und da stellen wir natürlich auch im Zuge der Digitalisierung größere Veränderungen fest, nämlich in der Art und Weise, wie der Wissenstransfer stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass ein Unternehmen bloß mit einer Hochschule heute zusammenarbeitet, weil es ja direkt vor der Haustür ist, sondern ich kann heute als Unternehmen weltweit mit den Forschungseinrichtungen kooperieren, die mir den höchsten Nutzen bringen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Forschungseinrichtungen heute auch weltweit mit Unternehmen kooperieren und da gar nicht mehr unbedingt nur mit dem Unternehmen vor der Haustür. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich, der für uns noch viel spannender ist und der auch viel aktueller wird auch für die Zukunft, ist nämlich die Frage, was passiert mit unseren Absolventen? Wo gehen die hin? Wir haben hier in der Bodenseeregion unheimlich viele Ausbildungsstellen. Also ich denke, wenn ich die Zürcher Hochschule mit reinnehme, dann haben wir in der Bodenseeregion etwa 140.000 Studienplätze. Die Frage ist, wie viel bleibt nachher wirklich da? Wie viel von den Studierenden kann ich für den regionalen Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen und wie viel gehen weg? Unsere jetzige Erhebung zeigt, dass wir eigentlich viele ausbilden, aber auch viele wieder weggehen. Und da stellen wir natürlich die Frage, woran liegt es, dass die Studierenden nicht hier in der Region bleiben, sondern nach dem Studienende wieder weggehen. Und da kriegen wir doch größere Herausforderungen, auch aus dieser Diskussion Ausbildungsfunktion von den Hochschulen. Das bezieht jetzt auf alle Stufen, nicht nur auf die Uni, sondern auch auf die Fachhochschule. Was muss ich eigentlich machen, damit meine Absolventen und Absolventinnen in der Region bleiben und damit dem regionalen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und damit auch den regionalen Fachkräftebedarf decken können. Ja, können wir da kurz einhaken, Roland? Du sagst 140.000 Studierende im Bodenseeraum, das ist jetzt mit Zürich. Mit Zürich. In St. Gallen, die Uni St. Gallen hat etwa 12.000, 9.000. Dann haben wir noch die Fachhochschule, der PH. Dann insgesamt ist jetzt etwa auf dem Platz St. Gallen im engeren Kontext 12.000, 13.000 mit der Rapperselbuchs. Wie viele von 10 Studierenden bleiben in der Region, kann man da etwas sagen? Bleiben 5, bleiben 8, bleiben 2? Eher 2. Eher 2? Also von 10. Wow. Von 10. Ja. Also ein grosser Sog weg von dem Raum Bodensee. Genau. Ja. Der Ball geht jetzt vielleicht ein bisschen an Katie. Meine, sie sind ein Technologie-Treibungsunternehmen schon sehr früh. Wie viele Beschäftigte habt ihr? Ja, jetzt auf dem Platz in Heerbrugg? Ja, um die 1500. Um die 1500, also auch einen ganzen 3.500 bei der Uni St. Gallen. Mitarbeitende, oder? 1.500, also einer der grossen Arbeitgeber, Hexagon, Leica. Wie hoch ist bei euch so, ich sage, der Akademisierungsgrad, der Anteil von Mitarbeitenden mit einer Hochschulausbildung, höheren Ausbildung? Ja, das ist also schon der höhere Anteil. Also ich bin jetzt immer noch ein bisschen geschockt von dem 10 und 2, muss ich jetzt schon sagen. Also ja, zum Frage beantworten würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon ein höherer Anteil. Also wir haben natürlich gemischte Aufgaben bei uns, natürlich auch viel Produktion, aber es hat schon sehr viele Ingenieure und Hochschulabsolventen. Ja, Und Fachkräftemangel haben wir gehört. Zwei Fragen. Wie akut ist der für euch? Kann man in dieser Region, auf dem Platz, Rintel gut rekrutieren? Und die zweite Frage ist, wie attraktiv sind ihr für
Hochschule Apselbinden von der Uni St. Gallen. Ja. Also zur ersten Frage, ich denke, Fachkräftemangel, es ist ein Tagesthema. Das ist so, um wirklich die richtigen Leute zu finden. Das eine ist die Ausbildung, aber nachher auch natürlich die Personen, die sich weiterentwickeln im Unternehmen. Da ist auch bei uns heute gefragt, dass man relativ breit aufgestellt ist. Also natürlich braucht man Fachexperten, aber vor allem braucht man Leute, die auch breit sind, die sich auch weiterentwickeln, die auch Weiterbildungen machen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, um die Leute zu finden. Das ist mal das eine. Und nachher wirklich als Standort attraktiv sein. Ich denke, als Unternehmer sind wir sehr attraktiv. Zum Thema Standortmarketing, denke ich, können wir alle noch viel mehr machen. Das wäre für mich auch ein Punkt generell, um vielleicht auch dort näher zusammenzuarbeiten, um einfach auch aufzuzeigen, was wir in der Ostschweiz alles haben. Ich glaube, sehr viel ist nicht bekannt, was wir eigentlich alles auch bieten. Also jetzt nicht nur als Unternehmer, sondern generell. Ja, als Region, eben auch mit den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich glaube, da müssen wir vielleicht manchmal ein bisschen fest das Licht unter den Scheffel stellen oder vielleicht ein bisschen bescheiden. Vielleicht dürfen wir da auch mal ein bisschen aggressiver Marketing machen und auch die Karrieremöglichkeiten aufzeigen in der Region. Ich glaube, das ist auch vielen vielleicht nicht so bewusst, auch was für Unternehmen sonst noch in der Region sind. Und ich glaube, jeder macht es eigentlich selber. Also wir machen es ja auch so. Wir machen ja für unser Unternehmen. Denkt da haben wir auf jeden Fall Bedarf. Welche Bedeutung hat die Universität St. Gallen für euch als Arbeitgeber in der vielen Absolventen, die von der Uni kommen? Also viel ist immer relativ. Ja. Aber ich denke, generell die Bedeutung ist natürlich sehr, sehr gross. Die Uni St. Gallen hat einen Namen, nicht nur in der Schweiz oder in der Ostschweiz, sondern auch international, das ist bekannt. Vor allem auch, weil immer viel auch Neues gemacht wird. Es gibt neue Studiengänge, das ganze Thema Fachkräfte für IT, also Computer Science. Das sind auch aktuelle Themen, die angegangen werden. Ich glaube, es wird sehr modern auch wahrgenommen. Von dem her der Standort selber interessant. Im Sinne von wie vielen Absolventen jetzt wirklich zu uns kommen, könnte jetzt nicht so sagen, das wüsste ich jetzt nicht. Aber ich denke generell als Standort und als Wichtigkeit, ich finde, ist eine Säule in der Ostschweiz absolut. Also nicht nur die Uni, natürlich die anderen Bildungsstätten auch, aber sicher. Ja. Es spielt sicher auch die Fachhochschule Buchs, oder? Ist ein wichtiger Partner für euch. Und der Lehrer dann auch produktionsnäher ausbilden. Richtig. Dort. Ja, Roland, das Thema heute ist auch Verantwortung. Vertrauen, Verantwortung. Auf welchen Ebenen nimmt die HSG, die Universität St. Gallen, Verantwortung wahr im Kontext von der Region? Wir sind eine internationale Uni, haben in ein paar Disziplinen Top-Ratings, Top-Rankings auf der Welt. Oder? Ja, jetzt könnte sagen, ja, St. Gallen, wir sind jetzt zufällig da. Ja, gut, oder ist es mehr? Es ist schon mehr. Also zum einen sind wir nicht nur zufällig da, sondern es hat eine bestimmte Geschichte. Also wenn man die Entstehungsgeschichte von der HSG anguckt, die ja eigentlich aus der regionalen Wirtschaft herauskommt, eigentlich gegründet als Handelsschule fürs Textilgewerbe, zu der Zeit, wo das Textilgewerbe noch eine bestimmte Bedeutung hatte in St. Gallen. Und wir sind natürlich auch eine Universität, deren Eigentümer der Kanton St. Gallen ist. Und dadurch haben wir natürlich immer schon auch eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Verankerung in der Region. Ich bin seit 1997 an der HSG und selbst damals, zu der Zeit, war das ein ganz großes Thema. Ich war Assistent von George Fischer, wo man damals schon geguckt hat, welche regionale Verankerung das hat. Und es war eigentlich immer in den Universitätsvisionen und in Universitätsstrategien klar formuliert, dass die HSG sich ihrer regionalen Verankerung bewusst ist. Und ich möchte vielleicht von dem her einfach mal ein kurzes Zitat aus unserer aktuellen Vision von der HSG vorlesen, weil das ist den wenigsten vielleicht bekannt. Wir verstehen die Verankerung der HSG in Stadt und Region als ein zentrales Merkmal der Identität unserer Universität und stärken deshalb die Region, indem wir ihre internationale Sichtbarkeit steigern und uns zugleich als regional nutzbares Wissens- und Kulturressource zur Verfügung stellen. Damit sichern wir langfristig den Standort St. Gallen und tragen nachhaltig zur wirtschaftlichen und sozialen Wertschöpfung in der Region bei. Das heißt, es ist in der absoluten Strategie und in der Vision der HSG neben der Internationalisierung, neben der internationalen Forschung und der Ausbildung und der Weiterbildung immer auch die regionale Verankerung einfach ein zentrales strategisches Thema und ein strategisches Ziel. Und wir sind jetzt auch so weit in der Richtung weitergegangen, dass zum Beispiel jetzt im neuen Regionalisierungsbericht, der ja alle zwei Jahre von der HSG gemacht wird, wir jetzt sogar eine Regionalisierungsstrategie aufgenommen haben. Also es gibt eine eigene Universitätsstrategie
um die regionalen Effekte noch weiter auszubauen und zu verstärken. Und das ist schon auch im internationalen Kontext, sind wir eine der wenigen Hochschulen oder Universitäten, die das mit diesem klaren Fokus eigentlich machen nachher. Also wirklich ein strategisches Element. Und da spielt sicherlich mit die Rolle, die Geschichte, aber auch natürlich die Eigentümerstrukturen. Genau, ja. In der Tat 1898 die Gründung von der Universität St. Gallen. Unsere Vorgänger haben mitgewirkt, das kaufmännische Direktorium, Vorgängerorganisation von der IHK. Wir haben bis in die 60er Jahre einen festen Sitz im Universitätsrat. Es ist dann nachher komplett kantonalisiert worden. Seitdem nicht mehr so. Da natürlich sehr eine hohe Verankerung. Nennst du, Katie, auch die HSG als lokal verankerte Ausbildungsstätte wahr? Ja, absolut. Also lokal und doch international. Also ich denke, das, was du gesagt hast, Roland, ist schon sehr sichtbar. Also die regionale Verankerung verwurzelt, glaube ich, auch die Vernetzung, also in der Wirtschaft, aber auch mit den Unternehmen, also mit dem Angebot, das einfach da ist von der Uni. Aber dann eben auch die Sichtbarkeit international. Ich denke, das ist schon, ob es jetzt speziell ist, einzigartig, kann ich zu wenig beurteilen, aber es macht sicher aus, als, ja, dass es wirklich auch so erkannt wird. Das Image, würdest du sagen, so? Was hat die HSG für ein Image? Ist die HSG abgehoben? Weit weg? Das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Antworten. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man sie anschaut. Das ist meine persönliche Meinung. Also das eine ist vielleicht sehr modern. Also gerade mit den neuen Sachen, die angegangen werden, denke ich auch innovativ. Also wirklich neu am Zeitgeist, modern. Das andere natürlich schauen, muss ich sagen, vielleicht von oben. Also doch, es ist eine Ausbildungsstätte, eine Bildungsstätte, die einen gewissen Rang hat, wo ja, einen Status, ich sage es mal so, ich meine es nicht negativ, aber einen Status natürlich hat, wo die Absolventen natürlich auch sehr stolz sind drauf. Das ist auch wichtig und ich denke, das darf man ja mit dem, was man hat. Und das andere natürlich ist die Tradition. Es ist doch verankert. Also es ist 120 Jahre. Also das ist, unsere Firma ist jetzt 100 Jahre. Es ist ein riesen Potenzial oder ein Erfahrungswert, der einfach da ist. Wo dann auch die Tradition, und ich sage absichtlich Tradition und nicht altmodisch, aber ich denke, die Mischung zwischen der Tradition und dem Neuen, ich denke, das ist schon, was das Image ist für mich. Also es ist nicht das eine oder das andere, es ist ein bisschen Durchmischung, je nachdem, was ich anschaue und welche Berührungspunkte wir haben. Ist die HSG elitär? Es kommt immer darauf an, wie man Elite bezeichnet. Ich würde mal sagen, es gibt einfach eine bestimmte Funktion von Hochschulen und in diesen Funktionen müssen wir uns als Universität auch stellen. Das ist nämlich der internationale Wettbewerb auch in der Forschung und da müssen wir diese Punkte auch machen. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch immer die Schnittstellen in die Region hin durch vielfältige Aktionen, wo man versucht, eben den Beitrag für die Region zu machen und die Universität auch zu öffnen und auch zu den Leuten zu gehen, im Bereich Kultur, im Bereich Kinderuniversität, wo wir die Ersten sind, in verschiedenen Sachen, wo man einfach das machen muss. Aber wir haben einfach auch diesen Spagat, der muss einfach auch klar sein. Das hat jetzt nichts für mich mit Elite oder elitär zu tun, sondern es ist einfach so, als Universität stehe ich im internationalen Wettbewerb, auch um die besten Köpfe. Und die besten Köpfe muss man halt diesem Wettbewerb muss man sich auch stellen. Und ich glaube, diesen Spagat, der gelingt der HSG in der Vergangenheit bisher immer relativ gut, das auch zu machen und die HSG in der Region nachher auch zu verankern. Jetzt geht es ja, Roland, nicht nur einen internationalen Wettbewerb, gerade im Bachelorstudium gibt es natürlich auch einen starken nationalen Wettbewerb. Die HSG genießt den, wie wir es wahrnehmen, einen sehr guten Ruf, auch in der Schweiz, aber ist die Zugwirkung auf St. Gallen gerade bei BWL immer noch so hoch, wie das auch lange Zeit gesehen ist? Ja, ich glaube, die Sogwirkung ist immer noch so hoch. Das sieht man ja an den Anteilen, wo die Studierenden an den gesamtschweizerischen Zahlen haben. Also ich glaube, da kann ich jetzt nicht den Vergleich über die letzten Jahre sehen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir den immer noch haben. Viel spannender finde ich das, was die Kathi auch angesprochen hat, nämlich die neuen Ausbildungsformate, dass die ASG sich ja auch weiterentwickelt hat, auch mit Unterstützung der Politik und der Region und auch mit Unterstützung der IHK oder auch mit Anschieben der IHK, dass wir auch neue Studiengänge aufbauen. Ich möchte jetzt bloß an den Joint Medical Master erinnern, der ja eine klare Orientierung am regionalen Bedarf hat.
Also dieser Joint Medical Master ist darum entstanden, weil man festgestellt hat, wir müssen in der medizinischen Versorgung, der Hausarzt oder Hausärztin der Versorgung hier was machen. Und dann ist ja auch die Idee entstanden mit diesem Studiengang. Das Gleiche ist jetzt mit den Studiengängen im Informatikbereich oder im Computer Science Bereich, wo wir jetzt plötzlich hier eine eigene School of Computer Science haben und mit der Ausbildung von Informatiker anfangen, weil da ja auch, und das ist ja von der IHK sehr stark initiiert worden, auch ein großer Bedarf da ist für die Region, dass wir hier auch entsprechende hochqualifizierte Leute ausbilden. Das soll jetzt nicht eine Konkurrenz zu den Fachhochschulen sein, das sind völlig unterschiedliche Ebenen, aber auch wo man sieht, dass auch in der Region Ostschweiz einfach ein Bedarf an derartigen Absolventen und Absolventinnen besteht und man sich da damit auch weiterentwickelt in die Richtung, das nachher aufzubauen und auch da quasi eine regionale Funktion übernimmt nachher. Und das fand ich schon sehr spannend, wie sich auch unser Ausbildungsangebot entwickelt. Also wo ich hier angefangen habe, da hieß es mal Hochschule für Wirtschaft und Recht, dann hieß es Hochschule für Wirtschaft, Recht und Politik und jetzt heißt es Hochschule für Wirtschaft, Recht, Politik, Computerwissenschaften und Medizin. Also man sieht auch, wie sich so ein Hochschulstandard sich weiterentwickeln kann. Gerade dann, wenn das Zusammenspiel zwischen Hochschule oder Universität und Region funktioniert. Wenn ich da so ein, wir beschreiben es immer als wechselseitigen Kreislauf. Die HSG profitiert davon, wenn St. Gallen ein attraktiver Standort ist. St. Gallen profitiert davon, wenn wir entsprechende Ausbildungsgänge auch anbieten, entsprechendes Know-how anbieten, entsprechende Wissenstransfer machen. Das ist so ein gegenseitiger Kreislauf, der sich verstärkt. Du hast die zwei neuen Entwicklungen angesprochen, also Joint Medical Master oder eben School for Computer Science. Verändern die Schulen auch das Profil von der HSG? Weil es bis anhin nicht bekannt war, dass St. Gallen technische Informatik als Beispiel anbietet oder im medizinischen Bereich Ausbildungen anbietet. Ja gut, es sind ja immer die Schnittstelle zu unserer Kernkompetenz bei beiden Sachen. Und wie sich das entwickeln wird, muss man sehen. Aber es ist ja, der Joint Medical Master ist ja die Kombination zwischen unserer Kompetenz im Bereich der BWL, der Managementwissenschaften und den anderen im Bereich Computer Science ist es ja ähnlich. Es geht ja immer um die Kombination. Nimmt man, Katie, nennst du teils geht es auch wahr, dass im Bereich Informatik, also Computer Science, etwas entsteht. Es ist ein Masterstudiengang läuft, Bachelor ist bald live. Nehmen wir das wahr? Ja, also ich nehme es wahr, vielleicht auch meine Rolle im Arbeitgeberverband, dass ich dort mehr auch Exposure habe zu diesen Themen. Vom Unternehmen her könnte ich es jetzt nicht beantworten. Ich habe wahrscheinlich dort ein bisschen mehr Einblick, einfach durch den Blick, den ich habe. Aber auf jeden Fall. Also ich möchte da nochmal anschliessen, ich finde, das zeichnet die Uni schon aus, eben, dass man trotzdem innovativ ist und offen ist, auch neue Wege zu gehen und auch also ausprobieren, nicht weil man es nicht weiß, sondern einfach mal machen und dann das weiterentwickeln. Ich denke, das zeichnet auch ein bisschen, ich finde, unsere Kultur auch aus, die wir haben in der Ostschweiz, die doch auch sehr offen ist, innovativ, mal neue Wege zu gehen und auch auch mal den Mut hat, um das zu machen und anzupassen. Den Mut hat, um etwas Neues zu wagen, oder? Mit diesen zwei Ausbildungs- Gang. Ein Schwenker zum Thema Verantwortung und auch jetzt Corona. Ich habe untersucht, Roland, bei dir, was die Auswirkungen sind von Corona in Daun. Wir sind natürlich im Lockdown gesehen, im Studienbetrieb, jetzt zum Glück wieder zurück im Präsenzunterricht. Du hast untersucht mit dem Team, was hat da für Auswirkungen, Corona-Lockdown, für die Region. Was kann man dazu sagen? Ja, wir haben es ja vor allen Dingen unter finanzielle Aspekte untersucht. Man muss dazu sagen, wir führen eigentlich seit Jahren jedes Jahr quasi eine regionale Wertschöpfungsanalyse durch, um zu gucken, wie viel Geld kommt durch die Uni und durch die ganze Aktivität zusätzlich in die Region. Und da sind wir natürlich auf den Punkt gestoßen und gesagt, ja, was passiert, wenn die Studierenden einfach nicht mehr da sind oder zeitweilig nicht mehr da sind. Und da hat man schon feststellen müssen, dass man erhebliche geringere Wertschöpfungseffekte haben. Also wir gehen davon aus, dass alleinig über die Studierendenausgaben das etwa 20 Millionen sind, wo weniger in der Region verausgabt wird, einfach weil die Studierenden temporär nicht da waren.
weil sie zu Hause waren und so weiter. Und man muss da einfach aussehen, dass etwa die Hälfte vom wirtschaftlichen, also vom regionalwirtschaftlichen Effekt der Uni, das sind die Studierenden. Das sind zwar auch die Mitarbeitenden und auch der Konsum und die Sachen, aber die Studierenden geben hier einfach einige Millionenbeträge. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber wir sind ja, glaube ich, bei 120 Millionen, wo die pro Jahr am Standort hier ausgehen mit dran. Und da haben wir schon deutlich gesehen, dass durch den fehlenden Präsenzunterricht die Leute, die Studierenden, einfach nicht in St. Gallen waren. Die waren größtenteils zu Hause, bei den Eltern oftmals, und haben einfach über Wochen hier nichts konsumiert. Wir hatten eine Befürchtung, und da müssen wir jetzt für dieses Jahr schauen, wie sich das entwickelt hat, ob die danach auch die Wohnungen aufgegeben haben. Im vergangenen Jahr, wo wir nur die temporären Situationen hatten, haben sie ihre Wohnungen noch behalten. Das heißt, die Mieteinnahmen, die ja doch einen großen Bestandteil im studentischen Ausgabeverhalten machen, die sind weiter getätigt worden. Aber da haben wir natürlich auch die Befürchtung gehabt, und das zeigen Ergebnisse von anderen Hochschulstandorten, wo die Studierenden plötzlich die Wohnungen aufgegeben haben. Und dann schlägt es nochmal richtig durch. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, rechnet, ich habe 2.000, 3.000, 4.000 Studierende weniger, die in St. Gallen wohnhaft sind, die pro Monat zwischen 700 und 800 Franken Miete ausgeben, kann man sich relativ schnell ausrechnen, was für Mindereinnahmen das die Region macht. Und das haben wir gesehen. Der zweite Punkt, wo wir gesehen haben, war natürlich die Veränderung im Weiterbildungsbereich. Und dass natürlich Teile der Weiterbildungen natürlich auch online angeboten worden sind, dass die großen Kongresse, die großen auch die ein- oder zweitägigen Weiterbildungsveranstaltungen nicht mehr stattgefunden haben. Was unterm Strich betriebswirtschaftlich die Veränderung sich möglicherweise ausgeglichen hat, weil die Kurse dann halt online stattgefunden haben, aber regionalwirtschaftlich war es auch so, dass man da etwa 10 Millionen weniger Umsätze in der Region hatten. Aber mal, dass man auch das Größeverhältnis hat, das sind etwa 15.000 bis 20.000 Logiernächte weniger, die in St. Gallen stattgefunden haben, einfach weil die Weiterbildung nicht da war. Und das ist für uns natürlich auch ein Argument, nicht ein Argument, aber es zeigt einfach, wie wichtig die Präsenzuniversität, wie wichtig Präsenzveranstaltungen sind, auch für die regionale Verankerung und für die regionalen Effekte nachher. Wenn die Leute nicht da sind, können sie nichts konsumieren, aber sie fehlen nachher auch für Vereinsaktivitäten, sie fehlen für ganz andere Sachen. Und kommen die Studierenden jetzt auch wieder zurück, wo sie noch Präsenzunterricht haben? Also A, in Studienbetrieb oder B, auch, oder haben sie sich daran gewöhnt? Das ist einfach nur spannend. Das muss man jetzt mal sehen. Also da sind wir raus. Da sind wir gespannt, wie das ist. Wir haben ja schon die vergangenen Jahre, stellt man fest, dass die Studierenden nicht mehr so häufig in St. Gallen wohnen wie auch schon. Das ist aber eine Entwicklung, die haben wir an allen Hochschulstandorten, an allen nicht-metropolitanen Hochschulstandorten, sagen wir es mal so, dass die Leute einfach vermehrt auch von zu Hause machen. Das hat Effekte oder Ursachen sind vielfältig. Zum Beispiel, weil es einfach auch günstiger ist, zu Hause zu wohnen. Und in der Schweiz mit dem Studenten- oder Studierenden-GA ich auch aufgrund der guten ÖV-Anbindung einfach hierher kommen kann. Die fokussieren ihr Studium auf 2-3 Tage. Teilweise arbeiten sie noch nebenher. Das heißt, diese Entwicklung ist schon feststellbar gewesen. Und die wird sich sicherlich verstärken. Wie alle Covid-19-Sachen, die haben einfach Entwicklungen, die eh schon absehbar waren, einfach verstärkt. Das ist sicherlich ein Punkt. Und jetzt wird es sicher für die Zukunft spannend sein, wie können wir die Balance finden zwischen den Online-Lernformaten, die wichtig und die zukunftswürdig sind, aber auch mit den Präsenzsachen. Wir müssen es genau beobachten, welche Wirkungen daraus auf den Standort resultieren. Vielleicht auch ein Blick in die Unternehmenswelt, Katie, wir haben gehört, oder die Studenten, zu schauen, wie kommen wir zurück, wie machen die eher das als Technologie? Unternehmen haben auch sicher Homeoffice, Teil-Lockdowns gehabt, hat aber auch etwas verändert. Schaffen jetzt die Leute mehr und nachhaltiger im Homeoffice? Es ist also immer noch die gleiche Empfehlung. Also bei uns ist immer noch Homeoffice empfehlig. Haben wir natürlich Arbeitsplätze, wo das nicht geht. Die ganze Produktion, wenn ihr wirklich einen grossen Produktionsstandort hast, hat auch immer, ist auch immer vollumfänglich gelaufen. Ich glaube, was wir gelernt haben, und eben, wie du gesehen hast, Roland, haben sich Sachen verstärkt durch die Pandemie, ist einfach, dass die Akzeptanz von der Digitalisierung einfach da ist. Aber ich denke, das eine ist für mich im Konzern selber mit den Mitarbeitern,
Aber der größere Punkt, den ich feststelle, ist mit den Kunden. Also vorher wäre es überhaupt nicht akzeptabel gewesen, um den Kunden nicht persönlich zu besuchen. Und heute ist es etwas, wo das ist einfach, ja, das ist kein Problem, da kann man weltweit vernetzt sein, und das wäre vorher gar nicht das Thema gewesen. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, es ist, heute ist es so, wir machen es nach Bedarf, also was sinnvoll ist für Homeoffice und was nicht. Die ganzen Arbeitsplätze sind ausgerichtet mit genug Distanz, also es kann eigentlich jeder ins Büro gehen arbeiten. Wir folgen aber natürlich den BAG-Regeln nach wie vor. Aber es ist eigentlich so, dass es halt vom, ja, was auch immer gebraucht wird von der Arbeitsaufgabe, dass das möglich ist. Aber es war natürlich auch eine Umstellung am Anfang. Also wir mussten natürlich auch die ganze Gebäudetechnik anschauen und dementsprechend ausrüsten. Aber es ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen und sehr, sehr smooth. Also wirklich. Und die Akzeptanz der Leute auch. Aber für mich ist der grösste Unterschied wirklich mit der Außenwelt, muss ich sagen, wo die Veränderung stattgefunden hat. Was natürlich, denke ich, auch zum gewissen Teil nachhaltig sein wird, im Sinne von Geschäftsreisen und ja, sonst Effizienz in der Geschäftswelt. Hat das auch jetzt auch Chancen eröffnet, dass er, ich sage, vielleicht auch näher an den Kunden sind, weil natürlich, Herr Bruck ist jetzt nicht Zürich, der nächste Flughafen ist Halteri, führt jetzt auch nicht in alle Destinationen. Ist es auch eine Chance gewesen? Absolut, absolut. Also das eine ist wirklich Effizienz, dass man beim Kunden sein kann, global mit allen Zeitzonen, dass es möglich ist, das ist sicher das eine. Und das andere ist einfach auch, der Mindset, also dass ich eben nicht logisch, Soziale darf man nicht unterschätzen. Das ist wichtig, dass man sich auch trifft und man darf auch Geschäftsessen nicht unterschätzen. Das ist natürlich beim Beziehungsmanagement genauso wichtig. Aber andererseits muss man schon sagen, viele Sachen sind ja informativ oder ein Gespräch. Es ist nicht immer notwendig, um wirklich physisch vor Ort zu sein. Dazu kommt, dass ein grosser Teil von unserem Angebot natürlich Information ist, also Datenfluss. Und nicht unbedingt bedingt, dass man jetzt live ein Gerät vorstellen muss. Das kann man auch mit einem Video machen. Und ich denke, das sind schon Sachen, wo auch Entwicklungen sind, die nachhaltig sind. Also wo wir auch gemerkt haben, das geht besser, wir sind schneller, wir können auch Entscheidungen treffen, wir sind näher beim Kunden. Man muss dazu auch sagen, Technologie hat einfach auch geholfen. Das wäre vielleicht vor 15 Jahren hätte das anders ausgeschaut. Heute sind wir mit dem Kunden auf der Baustelle. Auf der Baustelle mit dem Kunden. Und eben mein Bereich ist ja der Bau. Der Bau per se ist eher ein bisschen konservativer. Aber der hat auch einen riesen Schritt gemacht in den letzten 18 Monaten. Einfach in der Akzeptanz von Digitalisierung, dass man da über digital auf einer Baustelle präsent ist und dass es akzeptiert ist und dass es auch funktioniert. Also ich finde, rein von, aus Unternehmenssicht für mich, und ich bin vorher sehr viel unterwegs gewesen, weltweit, da hat sich kein Einbuß. Im Gegenteil, ich habe viel mehr Zeit, um noch mehr Kunden können, zu besuchen. So. Aber da möchte ich vielleicht auch noch eingreifen. Die HSG hat ja, kümmert sich seit mehreren Jahren ja immer um das Thema Nachhaltigkeit. Also nicht nachhaltig im Ding, sondern wirklich nachhaltig im Sinne von Sustainability. Und wir sind natürlich sehr stark auch dran, unsere eigene Aktivität zu überprüfen. Wir haben eine eigene CO2-Taskforce, die guckt, wie ist unser CO2-Fußabdruck. Und da sehen wir natürlich jetzt doch auch ein bisschen Veränderungen einfach durch die Erfahrung aufgrund der Covid-19-Geschichte. Ich bringe es einfach Beispiel. Wir hatten letzte Woche eine Tagung in Amriswil zum Thema Digitalisierung und Politik. Und eine der Referentinnen war aus Berlin. Die ist jetzt wegen diesem halbstündigen Vortrag nicht aus Berlin eingeflogen, wie wir es nur vor 2 Jahren gemacht hätten, sondern sie haben einfach live zugeschaltet. Nachher, und sie hat ihren Vortrag, der ein Frontalvortrag war, wie es auf wissenschaftlichen Kongressen auch da ist. Und unser ökologischer CO2-Fußabdruck war natürlich damit schon mal ein ganz anderer, weil ich damit einfach die Kongressreise vermindert habe. Und wenn es anders gewesen wäre, dann hätte die Professorin aus Berlin noch zurückfliegen müssen und dann wieder zurück. Und das war ein halbstündiger Vortrag. Vor 2 oder 3 Jahren wäre das noch normal gewesen. Heute ist es eher normal, dass man sagt, okay, können wir das technisch auch möglich machen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das sich mittelfristig auch bei uns verändern wird, durch genau diese Sachen, Kundengespräche, wie oft bin ich nach Bern gefahren, wie oft machen wir die Gespräche heute mit Bern einfach digital. Wegen einer Stunde ein Gespräch zu führen, das kann ich heute digital genauso machen, wie wenn ich 3 Stunden oder 4 Stunden im Zug sitze nachher, obwohl ich öffentlich gefahren bin, aber trotzdem die Mobilität eingespart. Da finde ich es schon spannend. Da finde ich jetzt kommen wir dann das Thema Verantwortung auch der Uni.
Und da sind wir natürlich auch dran. Da sind wir dran mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, da sind wir dran mit unserer CO2-Taskforce, um auch in diesem Bereich aufzuzeigen, wie sowas funktionieren kann und das dann nachher auch in die Praxis einfach umzusetzen. Das war ja das Thema vom letzten IHK-Tag, wo man diese Erfahrungen auch weitergeben kann. Also auch da haben wir eine Verantwortung in dem Bereich, die wir wahrnehmen müssen. Regionale Verantwortung ist ein Stichwort auch. PSG ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region, ist auch generiert andere Wertschöpfungsketten wie im Bereich Wohnen, Konsum. Es ist Platz da in Planung. PSG ist aus allen Nöten geplatzt. Ist es jetzt überhaupt noch nötig, dass man investiert? Oder könnte man das sagen, ja, wir machen mindestens einen Teil Fernstudium und können uns die Investitionen sperren? Was ist die Strategie? Die Strategie ist das, was ich vorhin gesagt habe, wir brauchen Präsenzuniversität. Wir brauchen die Präsenzuniversität, wir brauchen auch zukunftsfähige Räumlichkeiten, um das zu machen. Und daher ist sicherlich diese Investition auch wichtig, damit sich die HSG weiterentwickeln kann. Für mich ist es als Regionalökonom oder auch als der sich ja mit Städten beschäftigt, eine ganz spannende Geschichte, weil ich die Universität den Campus wieder in die Stadt runterhole. Das heißt, hier kriege man plötzlich ganz andere Möglichkeiten auch wieder der Integration in das städtische Leben. Auch die Erfahrungen aus anderen Städten zeigen das auch ganz deutlich, wie viel im Umfeld nachher von solchen Campusgeländen auch Neues entstehen kann, wo auch da damit die Verbindung der Universität mit der Stadt wieder eine ganz andere wird. Und da gibt es ganz spannende Beispiele in anderen Ländern und ich denke auch das Konzept, wie jetzt der Platztor geplant ist und wie es umgesetzt wird, geht genau in die Richtung, dass wir hier ganz viele Effekte haben. Wir haben die School of Medicine, wir haben das Kantonsspital in der Nähe, wir haben die Achse zur Fachhochschule nachher mit drin. Das heißt, ich kriege auch nochmal ganz andere Entwicklungsimpulse mit drin, weil wir auch wissen, dass das Gegenteil von der zunehmenden Globalisierung und der Enträumlichung vom Wissensaustausch, wie alles, gibt es immer eine Gegenbewegung. Das hat ein Kollege mal als die Wiederentdeckung der Kaffee-Ecke bezeichnet, nämlich dass die kleinräumige Nähe wieder plötzlich eine Rolle spielt, dass ich mich einfach im Kaffee treffe, dass ich Kontakte habe, die sich zufällig ergeben, um einfach wieder auch Erfahrung oder Wissen auszutauschen oder einfach über ein bestimmtes Thema zu reden, ohne dass ich jetzt irgendwelche Sitzungen anberaumen muss. Und da wird es natürlich dieses offene System oder auch das Learning Center insbesondere, was ja auch so ein Ort der Begegnung sein soll, wird für uns ganz spannend, auch im Hinblick auf Wissensaustausch. Genau, es werden neue Formen möglich sein, es wird auch eine Kombination geben, aber es ist klar, wie wir jetzt gehört haben, Campusplatz da wäre eine Bedeutung, da wäre der Fülle und auch das Learning Center wäre als die Plattform können in Betrieb genommen und es warten alle darauf. KTBI, jetzt das Thema eben Homeoffice, jetzt sind wir immer noch in der Homeoffice-Empfehlung. Kann das sicher dass, auch sein, dass er sagt, ja, ein nächster möglicher Ausbauschritt, Investitionsschritt ist jetzt nicht so nötig, wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger Büroräumlichkeiten, weil man Mitarbeiter vielleicht die können. Und das ist ein Teil von euch, 30-40% im Homeoffice lohnt. Und damit mehr ja, gewisse negative Effekte hätten auf die regionale Wirtschaft. Also wir planen ja einen Neubau und die Pläne sind unverändert, also nach wie vor. Hat Platzthemen, also wie da auch eher beim Roland, dass ich denke, es braucht Beets, aber ich glaube, die Nähe, die würden wir trotzdem brauchen. Also ob es dann irgendwie eine Mischform gibt oder irgendwie neue Empfehlungen gibt. Ich glaube, generell würde man sich fragen, wo macht es Sinn, um sich zu treffen. Ich denke, also die Kaffee-Ecke, die eher informellen Begegnungen sind sehr wichtig zwischenmenschlich, einfach, ja, einfach auf das Netzwerk. Für uns im Standort, wie gesagt, also der Neubau ist nach wie vor geplant, da sind wir dran. Und natürlich auch der weitere Ausbau. Also das ist ja, wir sind ja im Wachstum, also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir ein sehr starkes Wachstum haben, trotz der Pandemie, weil wir einfach in dem Industriesektor sind und dementsprechend auch weiter ausbauen. Also ich denke, das ist etwas, was auch nachhaltig ist, ein Trend, den wir sehen, der nach wie vor da ist. Also auch eher weiterhin am Investieren. Da wären wir gesehen, am Montagabend, oder mindestens die Projekte 100 Jahre Leica in Herbruck. Das Thema Wissenstransfer und Region möchte ich ansprechen.
eine Frage an dich, Roland. Wie, ja, welche Bedeutung hat das? Ich kann schon sagen, wie läuft der Wissenstransfer auch in die Region? Und nachher vielleicht von der Frage an Katie, oder? Profitiert ihr, nutzt ihr das? Bitte. Also die Frage, wie der Wissenstransfer in die Region funktioniert, das ist ja immer eine ganz spannende Geschichte. Brauchen wir da irgendwelche Transferstelle oder wie organisiere ich den? Der Wissenstransfer passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Er passiert einerseits, dass wir potenzielle Mitarbeitende ausbilden, die nachher in den Unternehmen sind und Know-how mitbringen. Das ist eine. Die nächste Stufe, die darüber passiert, ist die Weiterbildung. Auch aus dem Weiterbildungsbereich findet ein erheblicher Wissenstransfer in die regionalen Sachen statt. Dann spielen für den Wissenstransfer in die Region, zumindest an der HSG, die Institute eine ganz große Rolle. Die Institute mit ihrem heutigen System, wo sie auch sehr viel angewandte Forschung, Weiterbildung und Beratung auch machen, da sind sie extrem vernetzt mit den Unternehmen. Da findet einfach auf der Ebene ein Wissensaustausch statt. Und die dritte Ebene ist natürlich die ganzen Publikationen, Masterarbeiten und die ganzen Sachen, wo viel Know-how drinsteckt, aber das muss auch stärker regionalisiert oder regional zugänglich gemacht werden. Was für mich ein ganz wichtiger Wissenstransfer ist, ist der Wissenstransfer über die Köpfe, ist es über die Menschen. Weil wenn ich persönlich einen Kontakt zu euch jetzt als Kammer habe, dann tauschen wir uns aus, dann findet ein Wissensaustausch statt. Und wenn ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Institut für Technologiemanagement Kontakt mit Leica hat, dann findet dort ein Erfahrungsaustausch, ein Wissensaustausch statt, teilweise völlig unabhängig davon, ob die auch in Projekte nachher gegossen werden oder ob die vielleicht auch im Gremium mit dabei sind, sind wir Verwaltungsrat, im Beirat oder sonst irgendwelche Sachen. Wenn ich mir bloß bei mir im Institut angucke, wir haben ja das Tourismus, den Tourismusbereich mit drin, und wenn ich anschaue, in wie viele Tourismusorganisationen wir oder unser Sachverstand nachher gefragt ist, im Sinne von Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, wo wir die Unternehmen nachher direkt mit unterstützen, da findet schon ein sehr starker Wissensaustausch statt. Und den kann ich natürlich intensivieren, da kann ich auch Anreizsysteme machen. Und da kann ich es dann nachher auch in der Region zugänglicher machen. Anreizsystem auch für die Universität selber, Anreizsystem für Studierende, aber auch für die Unternehmen, dass die Unternehmen auch mehr wissen, ich kann da hochgehen. Wenn wir jetzt gerade sagen, zum Beispiel Wissensaustausch über Absolventen, dann muss man halt auch mal sich überlegen, vielleicht in die Richtung, das sind zum Beispiel Elemente von unserer Regionalisierungsstrategie, dass wir sagen, wir haben ein sehr gut funktionierendes Career Center, Career Service Center, wie kann ich das machen, dass die regionalen Unternehmen da vielleicht verstärkt diese Plattformen auch nutzen können. Wie kann ich es machen, dass ich verstärkt mit Studienprojekten, die Fachhochschule macht es ja sehr stark, aber auch an der Uni mit Studienprojekten, mit Semesterarbeiten, ein Wissensaustausch auf der Ebene stattfinden kann, dass ein Unternehmen oder eine Institution aus der Ostschweiz weiß, oh ja, wenn ich ein Thema habe, dann kann ich gucken, jetzt kommen wieder die persönlichen Kontakte, wenn ich die Dozentin oder den Dozenten kenne, da könnte man doch vielleicht ein Thema machen, eine Projektarbeit machen und da findet auch wieder ein Wissensaustausch statt. Und das sind ganz vielfältige Möglichkeiten. Es ist nicht so, es gibt die zentrale Stelle, wo der WTT ist, das funktioniert bei einer Einrichtung nicht. Wir haben es gehört, ganz am Anfang, die Universität St. Gallen ist aus einem Bedürfnis heraus entstanden. Die St. Galler Textilkaufleute sind zurückgekommen aus dem Ausland und gemerkt, wir müssen die Qualität, die Anforderungen steigen im internationalen Handel, Sprache, Recht. Und dann hat man die Universität St. Gallen gebildet. Katie, wissen Sie ja vom vielfältigen Angebot, ist das genug bekannt im Unternehmen? Ja, nutzen Sie das? Also die kurze Antwort ist nein. Also ich habe jetzt ganz gut zugelassen. Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die sind sichtbar. Also ich denke, das Aus- und Weiterbildungsangebot ist irgendwie so. Das, und natürlich auch die Absolventen, das sind natürlich die Gesichter, die man kennt. Du hast Praxisprojekte angesprochen, auch von der Fachhochschule. Das ist zum Beispiel das, was für mich sehr bekannt ist, weil wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube, der Fußabdruck von der Uni St. Gallen ist sehr, sehr breit und sehr tief, auch in ganz vielen Bereichen. Aber ich glaube, schon viel zu wenig bekannt. Also wenn von meiner Seite zu sagen, wahrscheinlich ist dann irgendwo der Ursprung schon, kommt schon von der Uni, aber es ist wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht so sichtbar.
wenn das Bedürfnis da ist, um wirklich einen gewissen Themenbereich anzugehen oder auch Projekte, ich glaube, dann wird die Uni selbstverständlich als Go-To-Stelle da sein. Da denke ich, das ist einfach auch von der Nähe und wenn man es einfach kennt. Aber ich glaube, was du gesehen hast, es ist wirklich die, sagen wir, die Köpfe. Also wer redet mit wem? Wir sind vernetzt, wir sind ja doch trotz der Größe nicht so groß. Man kennt sich. Aber ich denke, da könnte man sicher noch viel mehr machen. Also ich bin überzeugt, ich kenne das Angebot nicht, was alles da wäre, was man nutzen könnte als Unternehmen. Also, und ich glaube, ich bin da nicht allein. Ich glaube, da könnte man sicher mehr machen. Ich bin selbst jetzt seit fast 25 Jahren an der Uni, aber ich kann dir auch nicht sagen, wie das gesamte Angebot und die gesamten Sachen sind, die im regionalen Kontext nutzbar sind. Weil da kommen dann immer wieder ganz tolle Projekte aus der Forschung heraus. Ich denke nur an das Projekt, was jetzt, glaube ich, auch den Impact Award mitgewonnen hat, dieses Consumption Monitoring. Eine super tolle Sache, wo diese grenzüberschreitenden Zahlungsverkehre, was für den Handel oder auch für den Tourismus extrem wertvoll ist, dass ich mehr oder weniger schon tagesaktuell wissen kann, wo wird wie viel konsumiert und mir die Daten raussuchen kann. Das sind ganz spannende Sachen. Da muss man einfach das auch zugänglich machen und das wird sicherlich eine spannende Aufgabe auch für die Zukunft sein. Und in der Regionalisierungsstrategie gibt es bestimmte Bausteine, dass man versuchen will, die Sache zugänglich zu machen, dass man die Sachen stärker verankert, um da zu machen. Was ich in dem Kontext nur ganz spannend finde, ist eigentlich, dass wir auch Wissensbedarf aus der Praxis aufnehmen. Für mich ist Wissenstransfer aus der Uni nicht so, ich mache eine Forschung und stelle die jemand zur Verfügung, sondern für mich, und das versuchen wir ja mit dem Denkraum auch zu machen, auch einen Wissensbedarf aus der Praxis zu identifizieren, wo ich den nachher vielleicht mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten kann. Das hat der Kuno Schädler mit dem Bereich Smart Government gemacht, wo er ja viel mit Gemeinden zusammenarbeitet, um auch dort zu gucken, was dran ist. Wir haben das festgestellt, jetzt in dem Bereich, wo ich vorhin angesprochen habe, keiner konnte uns sagen, auf welchen Gründen Studierende ihren nach dem Hochschulabschluss, wo die hingehen. Jetzt haben wir damit mal angefangen, entsprechende Forschung zu betreiben. Wir haben eine Umfrage durchgeführt mit über 2.500 Studierenden, die uns ihre Beweggründe gesagt haben, warum sie in der Region bleiben und warum sie weggehen. Das spiegeln wir jetzt wieder mit der wissenschaftlichen Literatur und können damit Aussagen treffen, warum oder was brauchen Studierende, damit sie hier in der Ostschweiz oder in der Bodenseeregion bleiben. Das ist ganz spannend, weil es ist nicht der Arbeitsplatz. Der Arbeitsplatz kommt erst auf Platz 5 oder 6, sondern es ist zum Beispiel die familiäre Situation. Wohnortwahl des Partners oder der Partnerin, entscheidender Einflussfaktor. Solche Punkte sind plötzlich ganz spannend. Und wenn ich das denn weiterdenke, dann hat es plötzlich Konsequenzen für die Region. Dann kommt man plötzlich in dem Thema aufs ganze Thema Double Career Beratung. Haben wir hier funktionierende Double Career Strukturen, nicht nur auf den einzelnen Betrieb gemacht, sondern auf die Region. Und da ist für uns jetzt aber wirklich wichtig, wenn der Bedarf aus der Wirtschaft herauskommt oder aus der Region, dass wir sowas vielleicht auch aufnehmen können, uns über Masterarbeiten, über Bachelorarbeit, vielleicht sogar über eigene Forschung zu integrieren, um diese Fragen nachher zu beantworten. Wäre ja sehr wichtig, genau. Weil, dass man genau wirklich auch die Leute behalten würde, wenn man sie schon da hat. Ja, ich glaube, das Thema war schon, was ist Verantwortung und auch die Rolle von der Universität St. Gallen in der Region. Wir kommen langsam zum Schluss, Roland, mit auch gehört, ganz wichtig, auch für euch. Es ist nicht nur, die Region soll wissen, was ihr macht und kann profitieren, umgekehrt auch Impuls aus der Wirtschaft. Gibt es, Katie, einen Impuls, den du der Universität St. Gallen, Roland Schergian, würdest mitgeben, sagen, beschäftige dich mit dem, das sind Themen, die uns fordern in der Wirtschaft. Also ich finde genau das letzte Thema, also dass man genau die Fachkräfte ausbildet und dann sind sie nachher nicht mehr da. Ich denke genau, verstehe, was sind die Beweggründe. Also da denke ich, also mir als Unternehmen auf jeden Fall interessiert, um da uns auch verändern, damit wir können attraktiver sein können, um die Leute da zu behalten. Und eben wenn es Ausbildungsstätten oder Möglichkeiten einfach geht, um eben auch familienfreundlicher oder eben auch Partner, Partnerinnen Angebot machen, ich denke, das ist essentiell. Also das ist, also wenn ich jetzt gerade von dem Gespräch muss sagen, das ist das absolut Wichtigste, dass man die Fachkräfte kann da behalten, weil ich sehe, wie wir versuchen, auch Fachkräfte herzuholen und wie schwierig das auch ist. Und auch aufwendig, das sind ja auch mit Kosten verbunden, um das zu machen. Ja,
Also das Ziel ist, es geht darum, dass man die Studierenden, wir haben es am Anfang gehört, 140'000 Studierende in dieser Region ausgebildet werden. Du sagst vielleicht 2 von 10 bleiben in der Region. Das Ziel muss sein, unterschiedlich, ja. natürlich. Das Ziel muss sein, dass wir mehr hier behalten können. Wir haben auch jetzt ein bisschen mitgenommen, dass nahe liegt manchmal fern. Oder? Und genau darum machen wir die Veranstaltung, den IAK-Talk, zum IAK-Talk at Uni St. Gallen, um eben die Wirtschaft näher an die Uni bringen und auch umgekehrt hier im regionalen Kontext. Wir danken herzlich für Ihre Teilnahme, für das Mithören. Wir müssen den Zeitrahmen einhalten. Am 4. Dezember sehen wir uns wieder mit IAK Talk. Nächstes Mal mit dem Roger Dudler, Gründer und CEO von Frontify, einem der zentralen, wichtigen und erfolgreichen Start-ups aus der Ostschweiz. Und mit Frau Prof. Dr. Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Uni St. Gallen. Es wird dort vor allem um das Thema gehen, Verantwortlichkeit, Verantwortung zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter. Herzlichen Dank fürs Dabeisein.